Recht mit Lesch, Fremdreiz vergiften die Erde. Wenn der Philosoph auf den Physiker trifft und im ZDF über Verschwörungen redet. Das wird ein spannender Schlagabtausch, wenn der Philosoph Richard David Precht im Gespräch mit dem Physiker Professor Harald Lesch, Physiker, ins Gespräch kommt. Gerade im Internet treiben Verschwörungstheorien bunte Blüten, jeder kann sich seine Welt so zurechtbasteln, wer er will und diese Theorien veröffentlichen. Die erste Mondlandung, 9/11, die Erde ist eine Scheibe oder Chemtrails. Meist stecken hinter dieses Ereignissen dunkle Mächte, die Kontrolle über die Menschen haben wollen, so der Tenor der aktuell beliebtesten Verschwörungstheorien. Angeblich soll Realität mit alternativen Fakten manipuliert werden. Aber wie passen Verschwörungstheorien ins aufgeklärte 21. Jahrhundert? Über Verschwörungstheorien, erfundene Wahrheiten, spricht Richard David Precht in seiner ZDF-Sendung, Precht, am Sonntag, 8. April, ab 0.05 Uhr, mit dem ZDF-Moderator Harald Lesch, Leschs Kosmos. Was treibt Verschwörungstheoretiker an? Sind sie nur skeptisch, leiden sie unter Realitätsverlust oder sind sie einfach nur irre? Das fragt Richard David Precht seinem Gast Harald Lesch die Sonntagnacht beim ZDF. Verspricht also viele Fragen, aber wie fallen die Antworten des Physikers aus? Gleichgesinnte sind besonders im Netz leicht zu finden. Wahrheit war, was die Herrschenden, damals insbesondere die Kirche, als solche festschrieb. Daher waren Verschwörungstheorien, in früheren Zeiten auch meist von den Mächtigen in die Welt gesetzt, um eigene zweifelhafte Handlungen zu legitimieren oder erwünschte Feindbilder zu installieren, schreibt das ZDF in der Ankündigung. Stets ging es angeblich um alternative Fakten, Hexenverfolgung, Papistenverschwörung und Freimaurertum damals bis hin zu Antisemitismus, Islamphobie und Gülenbewegung in unserer Zeit. Es geht um Manipulation, denn häufig entstehen Verschwörungstheorien eher in den Reihen verunsicherter und besorgt misstrauischer Bürger, die besonders in Krisenzeiten hinter komplexen und schwer nachvollziehbaren Ereignissen übermächtige und teuflische Drahtzieher vermuten. Hierbei bietet ihnen das Internet und die sozialen Medien eine ideale Kommunikations- und Verbreitungsplattform. Man findet fast immer Gleichgesinnte, die den eigenen Glauben bestärken, und vermeintliches mediales Beweismaterial kann gleich tausendfach im Netz geteilt werden.